quasi der Leistungsprüfstand, also hier ist der Bereich, wo ich dann immer sitze und alle Daten, Parameter sehen kann und alles steuern kann. Einfach so ein Keller gebaut, es ist so geil. Ja. Ich komme hier mal mit rein, ja? Ja, klar. Ja. Hier ist der Motor dann quasi auf dem Prüfstand gebaut sozusagen. Prinzip hier wie auf dem Kart, also sitzt drauf wie auf dem Kart und wird quasi hier von der Wirbelstrombremse einfach ja, runtergebremst gegen Last. Gab es aber so zu kaufen? Nee. Ja, also es gibt einen Hersteller dafür, der das so vertreibt, aber den Raum drumherum musst du hier halt bauen. Das heißt, wie lange läuft so ein Motor dann hier auf dem Prüfstand drauf? Also wenn du eine einfache Leistungsmessung machst, dann sind das um 6, also Rampen quasi nennt sich das, der fährt dann quasi eine Leistungskurve ab, die immer definiert ist. Wenn du den Motor einfährst, dann halt, ja, ich sag mal eine Viertelstunde läuft der dann ungefähr. Ah, okay, also kann man auch richtig geil einfahren. Genau, also der macht das alles vollautomatisch beim Servo. Und Eltern schlafen oben drüber. Ja, genau. Wir haben bei Automotoren mit jedem Motorenbauer immer unterschiedliche Diskussionen zum Thema Einfahren. Mhm. Muss tatsächlich eingefahren werden? Ja, also hier in dem Fall auf jeden Fall. Weil du das Problem hast, durch Lager, die neu sind, Nadellager zum Beispiel, muss eingefahren werden. Ein Kolben in der Zylinderlaufbahn muss eingefahren werden. Also der Motor würde es aushalten, wenn du ihn nicht einfährst, aber die Leistung ist wesentlich geringer. Also einfahren auf jeden Fall. Krass, okay, also hier zählt Einfahren definitiv. Ja, und also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Wir haben Programm, also ich habe ein Programm selber geschrieben dafür, wie der Motor quasi hier eingefahren wird, damit er halt auch ja, die maximale Leistung hat. Kannst du darüber was verraten oder ist das Betriebsgeheimnis? Ja, im Prinzip können wir das zeigen, das ist eigentlich einfach. Mhm. Das zeige ich gleich mal. Und der hat, wie ist das bei dem, hat der eine Ölpumpe und Getrennschmierung oder läuft das komplett, ist das fertig gemischt? Ich habe das hier fertig gemischt, das ist einfach von der Tanke geholt, da tanke ich immer 25 Liter rein, mache ich dann einen halben Liter Zweitanköl rein und dann ist es halt 1:50. Und das haut er dann hier quasi durch. Also der kühlt oder wärmt das Wasser quasi vor und kühlt das auch runter. Also wir haben hier einen Kühlkreislauf, der intern funktioniert. Das heißt, wir haben hier immer 45 Grad zum Beispiel, was ich einstelle. Schon warm hier. Das heißt, die Betriebstemperatur von dem Motor sind auch 45 Grad? Ja, versuchen wir immer. Ist meistens ein bisschen höher, aber... Nicht krass, dass der kleine Kühler im Feld ist, das so schafft. Ja. Das heißt, diese 30 PS, die das Ding macht, sind logischerweise auch eigentlich am Rad, ne? Weil klar, wenn es an der Welle da ankommt, bleibt ja nichts mehr dazwischen. Genau, also im Prinzip fahren wir hier extra mit Zahnriemen, damit wir so wenig Verluste wie möglich haben und halt auch einfach weniger Dreck. Also wir können auch mit Kette fahren, wie auf dem Kart, ist aber vom Übersetzungsverhältnis das gleiche. Ja, ja. Klar, und macht Dreck, ja. Genau. Und im Prinzip treibst du halt eine Achse an, die dann hier im Prinzip die Sensoren quasi hat. Und Ah, und ihr könnt richtig hier von außen... Genau, das steuert alles der PC, also du musst nicht in dem Raum sein. Über Servo Gas geben. Genau. Thema Vergaser, da waren wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Bedüsung und alles ist aber fest vorgegeben oder dürft ihr das verändern? Außer die Hauptdüse und die Nadelposition, die dürfen wir verändern. Aber Hauptdüse darf man verändern? Genau, die Hauptdüse darf verändert werden, aber ansonsten ist alles halt fix. In Sachen Luftfilterkasten auch alles vorgegeben? Alles reglementiert. Luftfiltermatte ist vorgeschrieben, da musst du die Originale fahren. Wie oft muss man die tauschen? Wenn du im Regen gefahren bist, solltest du die wechseln, aber ansonsten kannst du die eigentlich ewig fahren. Also ist jetzt nicht so, dass man da sofort Leistungseinbußen... Nein, die musst du regelmäßig halt sauber machen. Hm. Also das ist generell im Kartsport sehr wichtig, Sauberkeit und ja, Ordnung. Und hier im Prinzip zwei Sensoren noch extra. Also wir haben hier einen Lambda-Sensor noch, also eine Lambda-Sonde. Dann haben wir hier einen Abgastemperatursensor und noch einen Auspufftemperatursensor, dass wir halt quasi, also die Temperatur von der Auspuffanlage ist beim Zweitakter immer generell sehr wichtig. Mhm. Wenn der Auspuff zu kalt ist, hast du verfälschte Leistungswerte und deswegen fangen wir generell erst bei 135 Grad Auspufftemperatur an. Das heißt, verfälschte Leistungswerte heißt einfach, dass er eine falsche Leistung hat. Genau, er zeigt zum Beispiel mehr an, obwohl er eigentlich die Leistung nicht hat, nur weil der Auspuff zu kalt ist, weil das Material noch nicht warm genug ist. Aber dann kommt auch wirklich weniger Leistung raus? Ja, das zeigt er, das können wir gleich, also das werden wir auch sehen, je wärmer der Auspuff wird, so wie es im Fahrbetrieb auch ist, desto mehr passt sich die Leistungskurve halt an. Womit hängt das zusammen? Ich denke mit der Verformung des Materials. Dadurch, wenn das kalt ist, fließt das Gas halt anders durch den Auspuff. Also ist tatsächlich so minimal, dass wenn der Auspuff warm wird, er einfach von der Resonanz her passend zu den Steuerzeiten einfach besser wird? Ja. Das heißt, über wie viel PS Unterschied reden wir? Ich klicke mir das gleich raus. Wichtig ist mir der letzte Turn, da wo der Auspuff am wärmsten ist, so wie auf der Strecke auch. Was für Abgastemperaturen fährt man? Wir sind hier so, also es hängt auch vom Sensor ab, da gibt es auch Unterschiede, aber wir fahren ungefähr mit 650 Grad. Lambda-Wert, das funktioniert tatsächlich, trotz Zweitakt? Ja, das funktioniert normalerweise schon, die ist gerade gestern kaputt gegangen. Mhm. Aber sonst funktioniert das, ja. Ja, geil. Also hier ratzfatz Motor runter, 9 Uhr. Genau, also im Prinzip sind das hier auch so, ich sag mal 5 Minuten, dann kannst du den wechseln oder probierst halt hier am Motor was. Das hier ist Kurbelhängehäuserentlüftung, oder? Genau, eigentlich ganz simpel, da kannst du das dann auslernen. Steuergeräte, die wir angesprochen haben, sind da unten, also tatsächlich an der Beine.
gleich noch eins als Reserve zum Umstecken. Das ist tatsächlich von einer verschiedenen Klasse. Also das ist jetzt ein Junior-Steuergerät, was da gerade dran hängt für den Junior-Motor. Mhm. Und dann hast du für den Senior-Motor die andere Klasse halt. Das heißt, die Junior-Klasse hat weniger Leistung? Ja. Deutlich weniger? Ja, da sind wir so ungefähr, ich sag mal 25 PS. Wir müssen hier mal aufmachen, dann wird er auch warm. Ah, jetzt steht's gerade noch, okay. Genau. Oh, krass, geht aber schnell. Ja, jetzt haben wir schon Betriebstemperatur. Wie jetzt? Nach hier keinen 10 Sekunden gerade? Ja. Ja, das hast du wirklich sofort gemerkt, weil das Wasser hier richtig, richtig warm stand. Ja, okay. Also hier ist es im Prinzip so, dass wir in diesem Raum erstmal vorselektieren, tatsächlich auf so einer kleinen Flowbench auch hier. Und dann gehen wir quasi, da können wir schon mal gucken, wie ist der Auspuff, wie ist der Zylinder, wie ist der Membrankasten, und dann können wir die Erfahrungswerte halt einfach nochmal gegentesten. Ah, das heißt, ihr seht auf der Flowbench schon, dass der Flow schlechter ist und wisst dann schon, ja, boah, eigentlich brauche ich den Zylinder gar nicht einbauen. Genau, oder zum Beispiel mit Membrankasten. Die Membran steht zu weit auf, dann brauchst du die gar nicht testen auf dem Prüfstand. Und hier ist jetzt Fliehkraftkupplung genauso drunter? Ja, alles genau. Identisch, nur dass halt dem drunter kein Ritzel, sondern einfach ein, genau, wir haben Rad, die Kupplungsglocke ist auch dieselbe, nur wir haben jetzt hier das Riemenrad drauf. Ja, ich würde sagen, machen wir mal ein bisschen Kraft. Ja, können wir gerne machen. Freuen sich die Eltern oben wieder. Ja. Du hast ein Gaspedal, ne? Ich gebe gerade Gas, aber bis er warm ist, dann macht er es automatisch. Ah. Steht eigentlich bei uns im Büro noch hier, ne? Ja. Einzelne Unterschiede. Die erste Messung ist hier, was ich halt meinte, unten raus. Das ist halt verfälscht durch die Temperatur. Dann können wir uns hier quasi die einzelne Messung rausnehmen und sehen dann, also ich nehme immer die letzte, weil da ist alles am wärmsten. Und dann sehen wir die Leistungsmessung und können die vergleichen. Aber krass ist auf jeden Fall wie gleichmäßig, ne? Ist schon immer so auf. Ja, die Wiederholbarkeit bei diesem Prüfstand ist Wahnsinn. Also ich kann den jetzt auch runterbauen, kann 5 andere oder 10 andere messen, baue den wieder drauf und es ist gleich. Ja, 25,2 PS. Beim Junior-Motor, also auf 147 Kilo mit Fahrrad, das ist schon. Ja, für mich ist der Zweitakt-Sound immer das Geilste. Ja, es klingt schon wirklich cool. Also es macht schon. Und es riecht auch gut. Ich bin begeistert, dass du da nicht noch so viel. Ich würde den ganzen Tag kaputt spielen, das Ding. Ja. Also kaputt spielen im Sinne von, ich würde mir tuningmäßig irgendwas überlegen und doch nochmal hier ein bisschen was da noch was. Das machen wir tatsächlich aus Spaß auch zwischendurch mal, aber also wir wollen ja die Zeit nutzen, weil das ist viel zu wenig Zeit generell. Ne? Ist halt in dem Fall richtig Job und Arbeit. Genau. Woran liegt jetzt die Welle in der Kurve? Ich gehe davon aus, dass es die Zündung ist. Also die Zündung stellt hier um. Flacht dann kurz ab und durch die höhere Drehzahl steigt sie dann kurz wieder an. Das heißt aber, alle Motoren sind immer genauso, die Kurve? Genau, also du hast halt mal ein bisschen mehr Spitzenleistung, mal ein bisschen weniger, aber im Grunde genommen sind die alle, also die Kurve ist immer so. Und da kann man noch nichts dran ändern? Nee. Kurve an sich ist immer so, manche gehen untenrum besser, manche oben raus. Und in
Da Fliehkraftkupplung und nur ein Gang, fährt man ja theoretisch auf der Strecke auch einen gewissen Bereich immer davon ab. Genau, wir versuchen halt immer in diesem Bereich der Drehzahl einfach zu fahren, wo wir auch die meiste Leistung halt einfach haben. Darf man die Übersetzung verändern oder ist die fest vorgegeben? Die dürfen wir verändern, komplett, ja. Ah, okay. Und dadurch können wir quasi hier einfach wählen, okay, wir haben jetzt hier bei, wir sehen ja, die meiste Leistung haben wir genau, also diese 25,4 haben wir bei, ich sag mal, 8500. Mhm. Und dann haben wir hier oben nochmal einen Peak von 24,1 PS bei 11.000. Mhm. Und das ist auch der Bereich, wo wir versuchen halt so von, ich sag mal, von 7 bis 12 irgendwie sollte man sich schon bewegen. Danach passiert nicht mehr viel, also kannst du halt schon von der Übersetzung her sehr lang übersetzt fahren. Von 7 bis 12, das ist ungefähr halbes Drehzahlband? Ja, also du kannst oben raus schon nutzen, hier steigt der auch nochmal wieder an. Aber es ist eher so wie so eine gegen so eine Wand zu fahren. Merkt man diese Welle beim Fahren? Ja, also du merkst schon, dass du aus der Kurve raus schon echt Schub hast und dann, dass er kurz abflacht und dann oben raus nochmal ein bisschen besser geht. Das ist das, wo du eben quasi auch gehört hast, wie er nochmal wieder höher dreht, ne, oder die Leistung nochmal höher geht. Wie schnell fährt man auf den Strecken? Also klar, je nach Strecke, aber was macht so ein Kart? Also zum Beispiel in Wackersdorf fährst du mit so einem Senior-Kart, ich sag mal zwischen 117, 120, irgendwie so kannst du schon erreichen. Das heißt, da muss man dann fast gucken, dass du auch nicht langsamer als 60, 70 oder so wirst, weil sonst darunter dann auch nichts mehr los ist wieder. Das kommt immer auf die Kurvenbeschaffenheit an. Wenn du eine sehr lange Gerade hast und die engste Kurve, also die langsamste Stelle sehr eng ist, dann bist du schon langsamer. Kannst du auch 30 fahren. Weil wenn du hier jetzt bei 30 reintreten würdest, ist da natürlich schon erstmal... Ja, da kommt halt wenig. Ne? Also da hast du 12 PS, wobei du ab hier ja steigende Leistung hast. Ne? Wenn du hier, sag ich mal, irgendwo einsteigst, dann bist du halt auch erstmal mega am Loch quasi drin. Also versuchst du schon irgendwie so nicht tiefer zu gehen wie, ich sag mal, 6, 6,5, ne? Weil darunter ist halt gar nichts. Übersetzung spielt auf jeden Fall auch noch eine große Rolle. Genau. Das ist jetzt ein Motor, der so geht er jetzt 1:1 aufs Rennwochenende? Genau, der ist jetzt, den habe ich vorhin vorbereitet, den habe ich eingefahren und der ist jetzt ansatzbereit für Spanien, ja. Wenn der, was wäre jetzt Leistungsgrenze nach unten, wo du ihn wieder zerlegen würdest? Ich sag mal 24,5, dann würde ich den nicht rausgeben, auf keinen Fall. Mhm. Also so ein halbes PS oder so, mehr darf das auf gar keinen Fall streuen. Das ist schon eigentlich zu viel. Vom Programm her kann ich das nochmal zeigen, weil du hast ja eben, im Prinzip kann ich mir hier aussuchen, wie viele Rampen der so gesagt jetzt quasi fahren soll, welche Drehzahl er fahren soll. Dann habe ich jetzt von 5,5 bis 14,5 und fahre 6 Stück. Und so ein Einfahrprogramm sieht dann im Prinzip... Hat so ein Steuergerät einen Drehzahlbegrenzer drin? Ja, bei 14,7, 14,8 irgendwann hört er halt auf. Und hier kannst du halt genau einstellen, wie viele Einfahrrampen du fahren möchtest, bei welcher Drehzahl. Es ist halt, ja, erstmal schwer zu verstehen, aber das ist so über die Fahrung einfach. Ja, also schon selbst geschrieben von euch. Genau, das haben wir uns so überlegt quasi und mit viel probieren, wie du so einen Motor halt einfährst. Ja, fängt erstmal an so mit 25%, Drosselklappe aufmachen, 50. Genau, und dann macht er, also die Drosselklappe geht schon dann immer weiter auf, nur die Drehzahl, die am Ende dabei rauskommt, ist halt entscheidend. Und dann macht er am Ende noch eine Leistungsmessung und dann kann ich schon abschätzen, ist der Motor gut oder nicht. Dann lass ihn am Abkühlen und dann hast du die, sag ich mal, so ein halbes PS nach dem Abkühlen hast du dann ungefähr mehr. Und du siehst halt jedes bisschen, also wenn du so einen Membrankasten änderst oder so, hast du sofort hier in der Kurve, ist es besser, schlechter. Es ist halt quasi, ja, wie beim Auto halt nur klein und kompakter und es geht halt alles viel schneller. Wir müssen jetzt nicht ein Auto lose touren oder sonst was. Ja, klar. Nee, aber ich bin wirklich begeistert davon, wie konstant das Ganze ist, dass er da wirklich so auf ein 10 PS immer wieder... Ja. Was war Rekord, was du mal so gemacht hast? Also wirklich so, wie du den auch rausgeben würdest mit Originalteilen? Also im Junior jetzt bei 25,9 PS. Senior war das beste 31,2. Das Problem ist halt, du kannst dich theoretisch auch selber so ein bisschen verarschen, weil du kannst einen Korrekturfaktor einfach ändern. Das geht ja wie überall, dann kannst du einfach 100 PS mehr haben, theoretisch. Würde mir aber nichts bringen, weil ich einfach mit dem Korrekturfaktor immer arbeite und einfach für mich einen Vergleichswert habe. Wo ist technisch gesehen der größte Unterschied zwischen Junior und Senior? Zylinder? Ja, auf jeden Fall durch die Auslasssteuerung. Auspuff ist aber der gleiche zum Beispiel? Ja, alles gleich. Auspuff ist gleich, Kühler ist gleich. Ja, so, auf jeden Fall mega geil mit dem Raum. Er ist doch gut laut. Ich hätte gedacht, es ist leiser. Ja, dachte ich auch. Wir wollen tatsächlich umziehen mit der ganzen Motorengeschichte auch in die Halle, also wo die Karts sind. Ich würde sagen, genau, das machen wir jetzt auch mal. Wir fahren mal rüber in die Halle und gucken mal, was da so geht. Yes. Ja. Ich habe jetzt ein Lager aufgebaut gerade, die Eltern sehen. Ja, okay, dass der nicht in den Keller passt. Okay, aber das ist eurer, oder? Ja, genau. Das ist der Große fürs Team sozusagen. Der Kleine steht da draußen und da ist der Große, ja. Wie viele sind bei euch im Team? Wie viele Fahrer habt ihr? Insgesamt über 30, auf die Serien verteilt. Wir betreuen pro Wochenende so zwischen 12 und 15. Das heißt, ihr macht nicht nur die Motoren, sondern seid dazu auch noch ein richtiges Team. Genau. Ja. Geil.
Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist quasi Teilelager, ist jetzt provisorisch aufgebaut, weil viel Material gekommen ist, dass man sich das hier rausnehmen kann, aufbauen kann. Mhm. Hier stehen quasi die Rohre sozusagen hochkant. Man muss sich quasi eine Farbe aussuchen. Ich wollte gerade fragen, was haben die Farben für eine Bedeutung? Haben die eine Bedeutung? Das ist dieselbe Marke. Also die sind technisch exakt gleich. Halt die verschiedenen Klassen. Zum Beispiel hier ist mit vorderer Bremse. Das ist für die D2. Mit Waagebalken hier. Genau, da kann man vorne und hinten verstellen, die Bremsbalance. Verstellt man das als Fahrer oder macht das Mechaniker? Ja, also Fahrer. Du stellst halt vorm Turn und machst während der Fahrt dann, stellst du es an, so wie du es brauchst. Das heißt, jeder Fahrer hat schon so ein bisschen Niveau, was er da macht. Zum Beispiel im Regen musst du es auch anders fahren wie im Trockenen, beziehungsweise du musst es halt als Fahrer dir anpassen, den Gegebenheiten. Ne? Mein Traum war ja immer Kart mit Bremse vorne, ich weiß nicht. Kart mit Bremse vorne ist irgendwie gleich über ganz andere Liga als nur hinten bremsen. Ja, es ist, also du kannst auch viel später bremsen. Und das ist halt DD2 schon wirklich cool. Ja, vor allem so ein Kart mit Bremse vorne wird ja wahrscheinlich dann auch endlich mal so richtig bremsen. Ja, also das bremst schon ordentlich. Wie schnell blockieren hier so die Räder? Also wenn so ein Slick richtig heiß ist auf dem Kart? Dann fast gar nicht. Also kann, muss man schon richtig wirklich, voll reintreten. Also du musst schon wirklich treten. Wenn es regnet oder so und du hast halt keine Reibung, dann ist halt schon eigentlich direkt blockiert. Aber ich denke mal, das ist natürlich, wenn man, was hat's gesagt, 120, 130 fährt man vielleicht? Ja, also mit dem DD bist du ein bisschen schneller, aber mit dem Senior und Wackersdorf zum Beispiel so um 120, ja. Das ist wahrscheinlich dann auch wirklich nur einmal ganz kurz. Genau, also du hast ja auch wirklich ein Gefühl in der Bremse, ne? Also das ist auch nicht, dass du da nur einen Weg hast, sondern du hast wirklich ein Gefühl. Dann kannst das echt dosieren. Mhm. Aber vom Kart ist es das Gleiche wie das. Das ist halt nur mit der Bremse vorne. Und hier kann man richtig schön Nachlauf einstellen, wie gesagt. Genau, Nachlauf, Sturz, Spur können wir auch einstellen an den Spurstangen, die jetzt gerade noch nicht montiert sind. Chassishöhe ist einstellbar. Die Breite können wir einstellen vorne. Also wir haben hier quasi Scheiben drin, die wir halt von der Höhe her einfach schieben können. Aber die verschiedenen Klassen, die, also zwischen Junior und Senior, die Chassis sind die gleichen? Oder auch grundsätzlich schon ein paar kleine technische Änderungen, aber also siehst halt hier, du hast keinen Lagerbock, weil der Motor drauf sitzt und hier hast du zwei Lagerschalen halt, ne, die das quasi halten. Was kostet so ein Kart später, wenn es fertig ist? Das kommt auch von der Klasse, also hängt von der Klasse ab, aber beim DD bist du ungefähr, ich sag mal, 9.000 Euro circa. 8,5 bis 9, fahrfertig mit Micron. Bei so einem Senior-Kart ist es ein bisschen günstiger, da bist du so bei 6, 6,5. Mit Micron heißt? Micron ist das Display, was wir am Lenkrad fahren, wo wir die Daten halt sehen. Die Rundenzeit, Temperatur und alles. Ah, das sieht der Fahrer auch alles? Genau, das kann er während der Fahrt sehen. Hey, jawohl. Geil. Das ist ja fast meine Farbe, ne? Ja. Kann gleich losgehen. Das ist tatsächlich auch exakt das gleiche Kart wie das Blaue oder das Grüne, was wir eben gesehen haben. Es ist nur die Farbe. Nur die Farbe, ne? Aber hier. Mit zwei Kolben. Dürfte ich laut Reglement aber zum Beispiel diese Bremsleitung anders machen? Ich denke in den großen Rennen nicht, da das homologiertes Paket ist. Bei den kleineren Serien guckt das keiner. Da kannst du eigentlich einbauen, was du möchtest, ja. Wäre nämlich perfekt für unsere Dashfitting hier so ein bisschen. Ja. Stimmt, ja. Und hier haben wir quasi unseren Arbeitsbereich. Alter, jetzt geht's los hier. Ja, das ist tatsächlich eine Sicherung, dass du quasi, wenn du aufsetzt, dass die Kette nicht kaputt geht. Das heißt, die Kette läuft hier genau, drin, richtig? Dazwischen, ja. Hier ist quasi der Motor raufgeflanscht und die Kette läuft hier zwischen. Mhm. Und wenn du siehst ja hier auch Aufsatzspuren schon, weil es jetzt hier was Gebrauchtes ist. Und dann merkst du richtig, wenn du aufschlägst, dass die Kette dann halt nicht kaputt geht. Wobei man schon merkt, dass das schon richtig massiv ist. Es ist massiv, ja. Es ist auch alles komplett starr beim Kart. Also du hast nirgendwo eine Federung drin. Die Federung ist die Achse quasi. Das Magnesium ist das hier, also die goldenen Ambauteile. Wie ist das so mit so solchen Lagern und so? Regelmäßig halt ersetzen oder reinigen vor allem. Ne? Sonst sind sie bei so einem gebrauchten Kart, sind die sehr schnell anfällig halt. Ne? Dass sie Geräusche machen. Ja, und hier bauen wir die dann quasi auf. Also hier wird es auch ein bisschen heller. Aber wie viele von den Karts baut ihr? Das heißt, ihr baut jetzt hier so 20, 30 Karts für? Ja, also für jetzt das eine Rennen in Spanien, ja. Und dann? Danach? Fahren manche Fahrer die noch weiter und die verschlissen sind, kommen dann halt neu. Das ist schon, ja. Wie ein Wochenende wieder neu? Wenn die kaputt sind, ja. Also ansonsten halten sie schon länger auf jeden Fall. Viel zu schrauben, ja. Ja, also es ist wirklich immer, oder halt vor allem sauber machen, ne? Das ist auch immer wichtig, auseinanderbauen, sauber machen, überprüfen, Lager neu machen zum Beispiel. Ansonsten kommen sie dann halt neu, wenn sie wirklich kaputt sind. Mich schon irgendwie an so einen Kart, ne? Schon geil, ja. Es ist halt kompakt, vor allem du kannst es einfach einpacken, fährst los. Rote Nummer. Nein, wenn man sonst nur diese Leihkarts immer so gewohnt ist, ja, ne? Ja. Wie ist das, fahrt ihr selber nochmal irgendwo so leihkartenmäßig auf irgendwelche Kartbahnen oder ist das nur im Winter, da gleich wenn, null? Ja, wenn es halt ist im Winter. Aber es ist schon noch so, dass es euch Spaß macht, da auch ein bisschen... Ja, weil das halt was anderes ist, ne? Du kommst halt raus, das ist eher so, man fährt gegeneinander so ein bisschen und halt auch härter mit Absicht, ne? Weil du weißt ja, dass es halt ja nicht kaputt gehen kann, so, ne? Aber das ist hier halt gleich, ja, mit einem größeren Ausmaß. Verschiedene Bremsscheiben von der Größe her und... Vor allem, ich bin wirklich überrascht, wie groß die Sättel dazu auch sind, ne?
Weil das ist ja wirklich... Hier hast du jetzt ein Kart, was nur hinten bremst und das muss halt auch bremsen, ne? Also wenn du wirklich so mit so einem Kart fährst, du 120. Wie kommt es, dass das jetzt nur hinten bremst? Regeln wir mal wieder. Genau, ja. Von Mikro bis Senior fährst du quasi nur hinten gebremst. Hat dann aber trotzdem beide Zylinder, die beide nur hinten gehen. Ja, genau. Also man könnte es theoretisch umbauen, auch auf Bremse vorne. Dann bräuchtest du einen anderen Leitungssatz. Also hinten jetzt und vorne ist gleich, aber du brauchst halt andere Leitungen und dann gehst du halt nur über einen hinten, über quasi einen Adapter. Um so ein bisschen nochmal, ohne jetzt zu weit auszuschwenken, Thema Chassis. Ist ja extrem wichtiges Bauteil von diesem Fachzeug eigentlich. Auf jeden Fall. Oder eigentlich das Hauptbauteil, ne? Das muss passen, ja. Was für ein Material ist das? Chromolybden, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Okay, also schon richtig krass. Ja, also es ist wirklich Hochleistungsstahl, ne? Der im Prinzip einfach nur farblich angepasst wurde. Und es ist auch wirklich extrem entscheidend, wie du so ein Stabi positionierst oder was für ein Stabi du fährst. Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, Thema Stabi und so. Das macht schon unglaublich viel aus. Weil übertrieben gesagt sieht das Ding ja fast aus wie so eine Gardinenstange eigentlich. Genau, das macht schon unglaublich viel aus, wenn du den einfach nur hochstellst. Ne? Also wenn du denselben Stabi drin lässt, hochstellst, ist es ein ganz anderes Kart. Oder wenn du einfach einen anderen Stabi fährst, der rund ist, ist es auch gleich ein ganz anderes Kart. Okay, verstehe. Deswegen ist er auch so länglich, ne? Dass er wahrscheinlich so rum anders funktioniert von Kräften her, als wenn er so rum ist. Ja, genau. Also das ist halt so oval quasi. Je weiter du ihn nach oben drehst, je härter wird das Chassis? Ja. Ich ein bisschen aufgepasst haben. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Mini-Fahrradlenker. Ja, genau, also das ist... Nee, also von der Physik her einfach nur, weil sich das Ding natürlich jetzt gerade in die Richtung schwerer biegen lässt, als wenn es so steht. Genau. Und dann dementsprechend das Chassis so natürlich weniger winden kann. Und dann gibt es halt noch Runde in verschiedenen Wandsternen sozusagen. Weiß man, ob nach hinten hin das ganze Chassis sich auch verwindet? Ja, weil, das also auf jeden die Achse, Fall. Klar, logischerweise... Da, federt die auch oder gar nicht? Die Achse federt an sich, also durch die Härte des Materials. Was wir mal ganz gut simulieren können. Also wirklich nur minimal. Genau, wenn wir mal so ein Kart auf den Boden heben, wir machen das mal eben. Dann sehen wir wirklich, was mit so einem Kart passiert, wenn du halt einlenkst. Ne? Also du hast jetzt hier die Last hinten, links und rechts ist gleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal einlenke, siehst du halt, was hier passiert. Hier ist das ganze Gewicht. Wenn du da mal anhebst, wie leicht das Kart wird. Ne? Also du siehst halt wirklich, wie das zueinander arbeitet. Ne? Und umgekehrt ist es halt genauso. Also das arbeitet komplett halt. Und das ist halt das Wichtige, dass der Rahmen von vorne nach hinten auch funktioniert. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass er sich so aufstellt beim Lenken natürlich, ne? Genau, weil der durch den Sturz im Prinzip und durch den Nachlauf, der so eingestellt ist, halt über die Hinterachse dann auch arbeitet. Ach, also im Kart... Da geht man jetzt auch auf. Ja. Das ist ein DD2 Kart. Aber die schaltet man mittlerweile auch schon so. Ja. Ich kenne nur so diese Videos, wo man hier so einen Hebel da so hat. Dieser Schalthebel ist bei den Sechsgangschaltern. Das ist wirklich beim DD2 ist das Coole. Du hast eine Wippe, Gang 1, Gang 2, hinten Zündunterbrecher und du kannst halt voll auf dem Gas stehen bleiben. Ah, okay. Das heißt, es gibt theoretisch auch nur logischerweise hoch und runter. Genau, ja. Und was für einen Sturz fährt man hier? Oh, vom Winkel her kann ich dir das gar nicht genau sagen. Das ist quasi, wir nennen es jetzt in dem Fall halt einfach Standard. Ja, ja. Und das Ding wiegt jetzt so, wie es hier steht, das waren 60 Kilo, 70, 80? Das Kart ist sehr schwer, weil da Gewichte dran sind von dem Fahrer. Also das Kart müsste jetzt so an sich über 100 Kilo auf jeden Fall wiegen. 107 Kilo. Ihr habt das so locker da gerade runtergehoben, das sieht da jetzt aus, als wenn es nur 60 oder 70 Kilo. Nee, also du hast tatsächlich, ich glaube, da müssten 20 Kilo Blei dran sein oder so. Hier links und rechts, ne? Genau, links, rechts, unten ist auch was, so in der Mitte halt im Sitz. Das müssen ca. 20 Kilo sein, ja. Hier hast du halt den Zündunterbrecher in dem Fall. Eigentlich total simpel gemacht, du hast halt eine Leitung, die dann quasi auf Masse geht und dann unterbricht er halt einfach. Und fertig, ne? Ja. Also es läuft komplett über die Schaltseile einfach. Genau, weil du ziehst quasi hier den Gang sozusagen rein, dadurch verbiegt sich das Plastik, übertrieben gesagt, oder die Feder halt und dann... Ah, und die Kupplung hat der genau die gleiche Friedkraftkupplung einfach. Genau, ja. Verstehe. Das ist total simpel gehalten, dadurch auch der Verschleiß sehr gering. Und bei dem ist aber schon so, dass eine Rennsaison mit dem Kart ist schon gleich viel, viel, viel teurer? Nein. Das geht, okay. Das ist von dem hier und von so einem Senior-Kart ist es eigentlich das gleiche. Die Anschaffung ist ein bisschen höher, aber der Unterhalt an sich ist eigentlich ziemlich identisch. Darf man da übersetzungsmäßig spielen im Getriebe? Ja, auch. Also du hast, die Getrieberäder sind fest, aber du kannst die Getriebeübersetzung ändern. Mhm. Von 32 bis 37 nutzt du eigentlich. Mhm. Okay, weil die gar keine Kette und nichts mehr haben, was man da mit der Kette machen würde. Ja, ja. Aber so ein Kart liegt bei 9000 Euro ungefähr. Circa. Das kommt immer darauf an, wie du es ausstattest. Wenn du jetzt die besseren Felgen nimmst, wie gesagt mit dem Micron-Motor und so weiter, dann ungefähr, ja. Kannst du aber auch gebraucht wesentlich günstiger bekommen. Wo dann aber meistens alles einmal schon dran... Es ist halt wie mit einem gebrauchten Auto, ja, musst du halt vieles revidieren, sozusagen, in den meisten Fällen. Hier steckt ganz Elektrik ein bisschen. Genau, du hast den Batteriekasten, Starter, ECU sozusagen. Ja, wenn, dann muss irgendwie Zweigang, ne? No, ich weiß nicht, also ich oh. Irgendwas mit Getriebe. Ja, du findest die Wippe geil einfach, ne? Ja, ja. Vor allem, ich glaube...
auf einer Runde sich die Schaltpunkte für einen Gang zu merken, ist was anderes wie irgendwie vor der Kurve mal eben so. Ja, du. Weißt du, ich kenne so diese Videos, wo die, ich weiß nicht, ist das 5 oder 6 Gang? 6 Gang, ja. Wenn du da so von 6. bis in 2. so runter, ja. das geht dann ja auch so schnell. Ja, du musst halt echt schon das wissen, was du da machst. Aber hier ist es halt wirklich, du fährst halt nach Drehzahl, ist die Drehzahl erreicht, kannst dir sogar eine Lampe anstellen, dann machst du den Gang rein. Ja. Und wenn du wieder bremst, machst du halt den Gang raus. Hat eine Sperre, dass ich ihn nicht überdrehen kann oder geht mit überdrehen? Also wenn du das blöd machst, geht das, aber eigentlich kriegst du das nicht hin. Weil da musst du dich schon echt blöd anstellen. Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt bei 120 einfach links ziehen würde, würde der Erste dann reingehen? Ja, da brauchst du schon Kraft für. Also da, ich muss sagen, dass ich das so jetzt auch noch nicht erlebt habe, dass das jemand wirklich großartig probiert hat. Mhm. Aber du brauchst halt schon wirklich durch das Getriebe halt, durch den... Ich denke, dass er der Zündunterbrecher irgendwie kaputt brechen würde. Ja. Ist das irgendwie synchronisiert da drin oder? Nee. Gar nicht. Einfach Clown geschaltet rein und ja. Also das hörst du auch, wenn du den Gang reinmachst. Das hört sich sehr hart an, aber es funktioniert halt bei 2 Gängen gut. Eine Frage noch, die Fliehkraftkupplung war drin. Ja. Wenn du von der Last gehst, macht die dann auf? Also wie so Rollerfahren, sage ich jetzt mal, oder bleibt die drin und der tourt gegen die Motordrehzahl ab? Es ist nicht wie so eine Variomatik. Also die Kupplung macht zu quasi, also die geht zu, dass du halt einen Freilauf hast, du rollst halt weiter, aber es ist jetzt nicht wie so eine, ja, dass die Drehzahl automatisch weiter runtergeht, weil der Motor dreht sich ja trotzdem weiter durch die Schwungmasse, die er durch die Kurbelwelle hat. Du kannst quasi theoretisch ausrollen. Mhm. Wenn du jetzt hart bremsen würdest, würdest du sogar den Motor halt ausmachen, aber du hast trotzdem, wenn du dann wieder aufs Gas gehst, die Kupplung reingeht, die Drehzahl von dem Motor durch die Schwungmasse. Geil. Ja, es ist einfach ein cooles Konzept halt, ne? Es funktioniert halt. Ja, und es ist halt tief, also. Ja, ist halt. Da siehst du dich, oder? Noch tiefer. Geht halt auch bald nicht mehr, ne? Ja, du kannst tatsächlich noch eine Position tiefer gehen, hinten und vorne, aber dann bist du halt wirklich, ja, bist du auf dem Boden. Ist das punkto Sicherheit bei den Karts auch schon eine Riesendiskussion oder geht das über die Jahre noch, dass sie da jetzt nicht auch schon auf die Ideen kommen mit Überrollbügel, Käfig und irgendwie müssen wir das Ganze sicherer machen? Das kam ja schon. Also diese Seitenkästen sind ja quasi nach und nach gekommen. Das war ja früher ganz ohne. Mhm. Und jetzt sind ja quasi schon Seitenkästen und du musst den Sitz mit so speziellen Scheiben montieren, dass der Alu unter ist, dass wenn so ein Unfall ist, dass die Sitzstrebe bricht, oder wenn sie bricht, dass sie nicht in den Körper reingeht. Ne? Deswegen ist das schon ganz wichtig, was du da verbaust. Und das wird tatsächlich auch kontrolliert. Und passiert da viel oder geht's? Ja, es geht. Also Unfälle passieren immer. Es ist halt auch irgendwo ein Kontaktsport, beziehungsweise sehr, sehr eng auf Zeit, aber eigentlich nichts Schlimmes. Das heißt, an so einem Rennwochenende landet Hubschrauber auch mal, oder? Es passiert auch mal, ja, aber eigentlich eher selten. Das gibt's irgendwie schon immer, ja. Bremsbeläge vorgeschrieben? Oder kann man variieren? Kannst du theoretisch variieren, gibt aber von dem Hersteller nur den Einsatz, also die eine Härte. Du planst das alles schon ziemlich genau hier irgendwie. Ja, ich überlege schon ein bisschen, was man. Weil es das von dem Hersteller nicht gibt, heißt ja nicht, dass man das nicht verändern darf. Das stimmt tatsächlich. Also da guckt auch keiner nach, was für eine Bremsbelaghärte du fährst. Da kannst du auch viel machen mit der Bremse. Aber was auch schon mal cool ist mit E-Starter und so. Weil ich kenne das wirklich noch so, dass einer mal schieben muss, dann springst du so von hinten ins Kart rein und musst losfahren. Ne? Hier ist es wirklich, das ist halt komfortabel. Einsteigen, Knopf drücken, losfahren, Spaß haben. Okay, cool. Spurbreite ist vorgeschrieben? Ja, also maximal und minimal gibt es immer. Dazwischen kannst du variieren. Weil das sieht so ein bisschen hier so aus, als wenn so Spacer irgendwie zwischen sind, also, ne? Genau, du hast Distanzscheiben, hinten haben wir auch welche drin und da können wir variieren, halt von bis. Ah. Also Minimum wäre in dem Fall ganz rein und Maximum ist ganz raus. Die Spacer Überbreite darfst du nicht fahren. Kann man tendenziell sagen, was schneller ist oder ist streckenabhängig? Das ist komplett strecken- und Setup-abhängig. Also im Regen machst du vorne halt breit, hinten schmal. Und im Trockenen ist es theoretisch andersrum schneller, aber das kommt wirklich drauf an. Weil ich dachte immer, je breiter, je besser. Aber ich habe da jetzt auch schon einige belehrt, dass es definitiv nicht so ist. Das muss vorne zu hinten vor allem passen. Okay. Ja, auf jeden Fall ein Thema, wo man sehr, sehr lange Zeit mit verbringen kann. Ja, ich will aber auf jeden Fall mal reingucken in das Ding hier. Das müssen wir einmal. Ja, wir können mal gerne in den LKW gucken, ja. Wahrscheinlich die nächsten 30 Grad. Nee, da ist tatsächlich nichts drin. Ich hoffe, du hast aufgeräumt, Kevin. Ja. War das mal so ein für Autos so ein LKW? Nee, der war tatsächlich von Anfang an für, also vom Maranello Werksteam, das ist eine andere Kartmarke. Da haben wir den gekauft. Hier ist Platz. Ja. Wobei, das wird wahrscheinlich auch schnell. Ja, es wird wenig, aber du musst dir vorstellen, das ist so ein Hochkantwagen, wo quasi die Karts eingehangen werden. Du hast hier einen Kart hochkant hängen mit Bodenblech und hier zueinander. Und dann hast du halt von vorne bis hinten die ganzen Wagen, die dann bis hier hinten hinstehen. Für das ganze Team? Genau, die Karts. Ja. Und dann kommen die ganzen Sachen wie Reifen und sowas halt oben rein. Vorne ist noch ein Aufenthaltsraum und dann wird das schnell wenig. Wobei, es ist natürlich Platz, klar. Ja, ja, aber ich glaube auch, dass das Ding schnell voll wird. Ne? Das mit Aufenthaltsraum noch. Ja. Ne? Weil ist man halt auch wirklich, das ist dann halt ein LKW, Nutzfahrzeug ist man darauf angewiesen. Ne? Wenn das Ding dann irgendwo steht und nicht fährt, ist halt...
Deswegen, ist ja doof für alle, die aufs Rennen warten. Ne? Deswegen ist ein Sattelzug immer besser, weil wenn die Zugmaschine kaputt geht, kannst du die besser schnell irgendwie tauschen oder die eine leihen. Wenn 7,5 Tonnen oder so hast und da geht der Motor kaputt, dann hast du echt Probleme. Das heißt, es gibt einmal die Variante, dass ihr nur fremde Teams die Motoren macht. Genau. Und dann gibt es die Variante, dass ihr so einen Rundum-Service in eurem Team habt, wo einmal alles ist. Genau, das ist so auch das, ich sag mal, das Hauptgeschäft. Wir machen halt, die Motoren ist auch schon extrem intensiv, auch für andere Teams. Aber grundsätzlich ist das, was wir hier machen mit unserem Rennteam, so das Hauptgeschäft. Und da könnte dann einer wie ich kommen und sagen, ich fahre jetzt meine Saison mit. Genau, ja. Brauche ich da irgendwelche Lizenzenscheine für oder ist das entspannt? Die entscheidende Lizenz für die Veranstaltung, ja. Ansonsten nichts, nein. Verstehe. Okay. Und wie wird sowas abgerechnet? Wie geht das nach Betriebsstunden, nach Rennen oder wie läuft das bei denen so? Also wenn das jetzt eine Miete zum Beispiel ist bei uns, hängt das halt davon ab, wie lange du ein Kart fahren möchtest als Beispiel, als Kunde halt. Ja, wie viel Aufwand das ist, das wieder sauber zu machen, das vorzubereiten. Aber in der Regel haben wir da so einen festen Satz, wie viel wir da halt nehmen. Und dann wird das halt abgewickelt. Manche Kunden haben auch keinen Full-Service, sondern kommen mit ihrem Kart dahin und stehen nur bei uns im Zelt und haben die Betreuung. Das gibt's auch. Dieser Full-Service ist halt so dieses... Ja, der Fahrer kommt nur mit Helm, sag ich mal. Und wo, angenommen, man fährt jetzt die nicht die größte Liga mit dem Zweigang-Kart, was ist da so eine Preisspanne für sowas ungefähr? Du meinst das, vom Wochenende her jetzt? Genau, das richtet sich wahrscheinlich nach Wochenenden. Ja, also du kannst davon ausgehen, also die Betreuung im Team jeweils hängt von den einzelnen Teams ab, wie viel du da oder wie viel die nehmen und was du für einen Service buchst. Dann brauchst du einen Satz Reifen, dann die Startgebühr des Rennens ist meistens, sag mal, Clubsport kostet 150 Euro fürs Wochenende. Ja, ja. Dann hast du deine Startgebühr, ja, und dann kannst du da halt starten. Ja, ja. Und dann so Pi mal Daumen ungefähr, dass man nur mal so eine kleine Größe ankriegt, falls man doch mal so ein paar Rennen fahren will. Ja, vielleicht. 2.000 Euro kannst du rechnen, mit Reifen, mit allem drum und dran, wenn du nur hinkommst. Mhm. Pro Wochenende. Genau, pro Wochenende. Ja. Geht auch günstiger, geht auch teurer, das ist immer vom Biss, je nachdem, aber was man so macht. Also es ist jetzt zumindest keine Zahl, die mich so komplett... Ich habe auch mit mehr gerechnet. Weil man muss das auch immer realistisch sehen. Als Beispiel, wir würden sowas komplett selber machen. Ja. So, ja. Das heißt, wir brauchen ein Zugfahrzeug, weil du brauchst genauso eigentlich ein Wohnmobil, eigentlich noch einen Anhänger oder einen großen Sprinter mit Wohnmobil. Genau. Das verbraucht auch alles Sprit hin und zurück. Ja. Dann alleine, was man sich alles kauft, um gut vorbereitet zu sein. Genau. Sei es an Ersatzteilen, Werkzeug, Möglichkeiten und so weiter. Ne? Ja. Weiß nicht, ob man das da viel billiger am Ende sonst so nimmt. Nein, ne? Also wenn du wirklich rein sagst, ich will meine 5-6 Rennen im Jahr fahren, ist es definitiv günstiger, das so zu machen, weil du kommst hin, du bist entspannter, du musst weniger Vorbereitungszeit investieren, weniger Geld investieren am Anfang, du hast einen festen Betrag und wenn du sagst, ich komme nicht, dann kommst du nicht, dann hast du halt keine Kosten. So, aber wenn du dir ein Kart kaufst, dann kostet es halt Geld, ne? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an und fahren mal mit so einem Kart und dann gucken wir mal, was wir hier. Machen wir. Oder bin ich da eh schon viel zu alt für? Nein. Geht. Ja, da gibt's zu groß, zu fett? Nein, auch nicht. Okay, alles klar, wir können loslegen. Ja, am Gewicht können wir arbeiten. Ja, machen wir immer. Artyom baut schon ein paar Knochen, dann setzen wir die bald. Das heißt aber, die Motoren schraubst du dann auch hier drin oder? Die sind im Bus. Im Bus. Also wir haben extra noch einen Bus für die Motoren. Das heißt, hier ist nur Chassis, da ist Bus. Genau, also hier sind wirklich Ersatzteile, kartmäßig halt alles. Also du hast hier halt alles drin, da kannst du halt dir eine Kette nehmen und sowas als... Geil. Ja, das sind dann wieder so die Schränke, die ich gerade sagte, die man sich sonst so selber halt alle nach und nach füllen würde. Ne? Genau. Weil ich kenne das, weil wir auch viel Motorrad machen. Und da ist es auch so, du nimmst halt alles doppelt und dreifach. Ja. Oder hier, Mechaniker braucht eine Achse, dann nimmt er sich die raus, die er braucht in der Härte. Und das ist halt einfach... Das nimmt dem Kunden extrem viel Arbeit ab. Halt, ne? Ach so, ich dachte gerade, das wären nur irgendwelche Hülsen oder so. Nee, die stecken bis unten durch, ja? Ach, krass. Ja. An die Hinterachsen gibt es auch in verschiedenen Härten. Genau. Also hängt auch wieder wahrscheinlich Fahrergewicht und Strecke ab, oder wie ist das Setup. Eher? Das ist wirklich rein vom Setup. Und das merkt man wirklich, dass die Härte... Extrem. Das ist wie, wenn du ein Auto kaufst mit einem Serienfahrwerk und brauchst ein KW-Fahrwerk oder einen Bildstein ein. Jedes ist anders und hier ist es genauso. Jede Härte macht so viel aus vom Kart. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie beim... hier beim Hantelheben und so, wenn die sich so durchbiegen, so stelle ich mir irgendwie immer das Thema Achse dann hinten beim Kopf. Und einmal sagt man sich, was macht so eine Achse, weil die ist ja eigentlich nur... Genau, im Prinzip ist es auch exakt so. Also die Achse biegt halt einfach und die eine biegt mehr und die andere biegt weniger und dadurch funktioniert das einfach. Ja. Bricht sowas auch mal? Haben wir auch schon gehabt, aber selten. Eigentlich nur, wenn du jetzt hier eine Gebrauchte hast zum Beispiel. Und du hast hier schon verschiedene Ansätze und die sind halt öfter mal eingebaut. Ansonsten bei den neuen eigentlich nicht. Hier vorne ist dann halt, da können sich die Fahrer so ein bisschen unordentlich, aber... Möglichkeit, dich hinzusetzen, auszuruhen. Ja, krass. Aber mal Tür zu machen und halt entspannen. Aber ihr seid, wie viele Fahrer waren das? Waren über 10 Fahrer dann logischerweise? Zwischen 12 und 15 betreuen wir pro Wochenende, ja. Mit 12 bis 15 Fahrern? Ja gut, das ist hier eng. Also wir haben draußen ja auch Möglichkeiten. Du musst dir vorstellen, draußen am LKW dran
sind 6 Meter nach außen und 6 nach vorne plus 6 nach hinten quasi ein Zelt außenrum gebaut. Und dann da ist schon gut was los, ne? Genau, also jeder Fahrer hat seinen Platz im Zelt. Und dann, wie viele Schrauber seid ihr so? Pro Fahrer ist ein Schrauber. Ah, krass. Plus okay. Teamchef, plus jemand, der Teile rausgibt. Ja, aber dann ist ja, Alter, wenn ich mir jetzt überlege, 15 Leute, 15 Mechaniker, im Zweifelsfall bringen die Fahrer auch irgendwo noch immer irgendwie sowas. Begleitpersonen, ja. Also bis dann so, brauchst du ja bei Catering-Zelt zusätzlich noch so ungefähr. Genau, wir haben ja auch Catering, machen wir auch quasi. Haben wir ja auch quasi das Personal, sag ich mal, dafür hört sich jetzt blöd an, aber die da helfen und sich da engagieren. Ja. Das sind so zwischen 50 und 60 Leute, die da immer quasi ja, vor Ort sind und ja. Das ist immer das, was bei uns auf den Events immer das größte Problem ist. Man ist den ganzen Tag so am Machen, dass man komplett vergisst, auch zu essen. Das ist das Problem und deswegen bieten wir das halt mit an, dass der Kunde einfach keine Sorge damit hat. Ne? Der kann sich auf das Kart konzentrieren und wenn Essen ist, ist Essen. Da kann er halt einfach hingehen, dann ist es fertig. Und das heißt, da wird vor Ort irgendwas gekocht? Hat? Genau, ja. Geil. Das ist erstmal Spaghetti Bolo. Ja, zum Beispiel, ja. Ja, okay, nee, dann ist das natürlich schon deutlich professioneller. Ich lass mich erstmal runterkommen hier. Lass uns ins Licht gehen. Aber das ist schon halt ziemlich viel Aufwand hier, was wir betreiben. Ich habe zwischenzeitlich übrigens mit Paul gesprochen. Ja. Und er hat natürlich richtig Bock darauf. Ja, das hört sich gut an. Ich auch. Also er ist definitiv motiviert. Er meinte auch, geil, lass uns das so richtig schön machen. Mhm. Also, wenn alles gut läuft, machen wir so eine kleine Challenge. Beide kriegen, sowohl Kilian als auch Paul, irgendeinen Rotax-Motor. Oder seine Idee war auch sogar, wir nehmen einfach meine Mofete dafür. Mhm. Und ihr macht nur die Zylinder. Und wir stecken dann quasi auf den gleichen Block die Zylinder quer. Ja. Definieren vorher einmal, welcher Vergaser, welcher Auspuff und so weiter. Ja. Machen ja. einmal nur Zylinderkolben. Ja. Und dann im zweiten Step macht man sonst halt nochmal einmal Vergaser, Auspuff und so weiter. Dass man da gibt es ja zig Möglichkeiten, zig Varianten. Ja. Ja, und dann werden wir das auch richtig cool ein bisschen zusammenschneiden und ich denke mal, ihr könnt ja schon mal ein bisschen in die Kommentare schreiben, wie ihr das so finden würdet. Weil dann, das ist nicht eine Thematik, die wir bis heute wenig gemacht haben, Zylinder-Tuning, das wäre schon geil. Und wenn man da noch zwei verschiedene hat, wäre es alleine witzig, glaube ich, so, wenn man so gleichzeitig sehen kann, der eine geht in die Richtung. Ja, die Herangehensweise, ja, das ist schon interessant, ja. Ich schreibe mal ein kleines Reglement zu, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, mega, hat mich sehr gefreut. Ja, danke auch. Was ist das nächste Rennen außer Spanien? Wo fahrt ihr hier so in Deutschland dieses Jahr? Wackersdorf, also wir sind eigentlich in ganz Deutschland verteilt. Das nächste in Deutschland wäre Wackersdorf Ende März. RMC Clubsport heißt das, die Serie. Und Ende dann, März, echt, bei so kaltem Wetter fährt man doch. Ich hoffe, dass ein bisschen wärmer ist dann schon. Ja. Ja, und dann geht es halt immer weiter. Macht ihr nur so, gibt es bei so Veranstaltungen auch so Testmöglichkeiten, sage ich jetzt mal, oder ist da komplett durchgeplant? Also bei der Veranstaltung haben wir halt einen Zeitplan, den wir halt nutzen, aber vor dem Rennen gibt es quasi, ja, also wir fahren meistens eine Woche vor dem Rennen dahin zum Trainieren auf die Strecke und dann sind da auch die anderen Teams und dann ja, kann man schon mal testen. Wo gäbe es, wenn dann die Möglichkeit, dass ich mal so eine Runde mit zum Kart fahre? Entweder an einem Testtag, zum Beispiel hier in Fassberg könnten wir mal testen gehen oder halt bei einer Rennveranstaltung wie zum Beispiel RMC Clubsport. Das wäre so eigentlich die Serie. Da traue ich mich gar nicht zu fahren in dem Moment. Mit ein bisschen Vorbereitung kriegst du das locker hin, auf jeden Fall. Ja, idealerweise eine Strecke, die für mich alten Sack erstmal einigermaßen... geradeaus erstmal und ein bisschen Kurve, ja. Aber das kriegst du schon schnell hin. Also wenn du ein bisschen trainieren gehst vorher, dich ein bisschen vorbereitest, dann wird das auf jeden Fall gut. Ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, mega. Ich würde sagen an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Zeit. Danke auch. Ich hoffe, wir konnten den Kartsport mal wieder so ein bisschen nach vorne bringen. Wir werden uns da auf jeden Fall noch ein bisschen mit beschäftigen. Einfach nur, weil ich Lust habe, weil ich es geil finde. Ja. Für die Technik geil, Zweitakt geil, alles geil. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.